So, meine Lieben, Orakel Cruz für Krebs. Was ist bei dir los, Krebs? Ja, ein kurzer Orakel, das geht nicht allzu lang. Was ihr wisst, was genau bei euch momentan los ist, ja? Orakel Cruz, was war, was ist wichtig und was kommt in Zukunft auf dich zu? Krebs. La Cruz. Orakel Krebs. Was ist bei dir los? Krebs. Oh, die sind nicht so rutschig und dann schwierig, aber gib's Beste. Voilà. Voilà. Ein bisschen mischen da. Ein bisschen mischen. Krebs, was hast du? Und dann werde ich eine Botschaft für die Liebe am Schluss, ne? Orakel Cruz. Orakel Cruz. Dankeschön. Oh. Dankeschön. Er hat sich gezeigt. Danke. Voilà. So, Orakel La Cruz Krebs, was ist bei dir in Vergangenheit? Informiere dich. Du brauchst mehr Informationen über die Situation, suche dich dir heraus, bevor du etwas entscheidest. Das war im Vergangenes. Ja? All deine Sinne erwachen. Nimm sie bewusst wahr und entschleunige dein Leben. Oh, du hattest viel Kämpfe. Ja? Viel Kämpfe. Deswegen diese neue Information über diese Sachen. Ja? Viel Position verteidigen, ja? Oder man wird herausgefordert, Herausforderungen, Drohungen, ja? Oder Streit, ja? Neid, Eifersucht. Ja? Da muss ich. Vergangenes Krebs. Ja? Hattest du nicht einfach da. Viel Kämpfe. Ja? Mit Waffen. Oh, mit deinem Privatleben. Ja, Landhaus könnte auch, wie soll ich sagen, Familienangelegenheit, Erbschaft, ja, Erbschaft, spüre ich sehr da, Erbschaft, das kommt das erste Wort, was kam, Erbschaft, Familie, Anwalt, Verhandlungen, okay. Die hat sich umgedreht. Mit einem älteren Mensch, ja, erfahrenen Mensch, ja,
Rentner steht hier, aber kann jemand von der Familie sein, jemand vielleicht dein Bruder, wo älter ist als du, kann auch verschiedene Szenarien, ja? Ich liebe dein Herz. Ja, danke schön. Jesus Gott, gerade 3 Karten, vielen Dank. Ja, jemand, der sehr autoritär war, ja? Und du hast die Rat gesucht. Es gab Ärger. Und ein Mann oder eine Frau, das kann die gleiche Person sein, war sehr, 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 sehr wütend. Zorn. Ja? Das gab viel Kämpfe, weil ich habe das Gefühl, hier ist es um Geld, Wohlstand, Haus, Erbschaft. Informiere dich neu. Ja? Schau mal, wie eine Geschichte hier. Ja? Das ist, ja, ist gut. So, Krebs. Ja, es ist jetzt Gegenwart. Im Sommer. Alles, worum du betest, fließt im Sommer zu. Schwung und Freude. Du kommst leicht voran, nutze diese Energie. Ja? Und du kommst zur Erfüllung. Du wirst glücklich sein. 2020. Wem sollst du vergeben? Das hat mit Vergangenheit zu tun, diese Geschichte da. Wenn du alten Ärger und Groll loslässt, werden sie deine Wünsche verwirklichen können. Der Tempel deiner Wahrheit. Betritt ihn und beginne deine eigene Wahrheit zu achten. Sei in dieser Geschichte wahrhaftig. Und es bewegt, es geht vorwärts, diese Geschichte. Ja? Triumph, Selbstsicherheit, Mut steht da. Es kommt Bewegung rein und ich spüre das, was in Vergangenheit hat, das wird nochmal aufgerollt. Ja? Zukunft. Kinder. Deine Verbindung zu Kindern sind ein Teil deines Lebens. Ja? Du bist im Drama gefangen. Ach, das ist. Du schleppst das mit von Vergangenheit. Befreie dich, bewege dich, verändere dich und erblühe ganz neu. Diese ganze Drama. Es geht weiter und ich habe das Gefühl, wenn du Kinder hast, Krebs, die unterstützen dich dabei. Ja? Vertraue, Treue, Kinder, die loyal zu dir sind, die unterstützen diese Sachen. Stabilität, Verlässlichkeit, die Kinder sind verlässlich in der Situation, die dich unterstützt. Informiere dich noch, es hat mit Vergangenes zu tun. Herbst, mit allen Faktoren in deiner Zukunft. Kann sein, dass jetzt oder nächste Herbst 2020 eine wundervolle Überraschung, etwas ganz Neues wartet auf dich. Ja? Durchbruch. Lösung hier. Lösung. Entscheidung. Klärendes Gespräch. Wichtige Erkenntnis. Problem lösen. Schau mal. Problem lösen. Krebs. Tochter. Die Antwort auf deine Frage hat mit deiner Tochter zu tun. Ja, Kinder spielen eine große Rolle in der Zukunft. Sei mutig und erwecke den Krieger, die Kriegerin. Kämpfen heißt das für mich. Nicht Achterschwerter, nicht die Augen verschließen. Nicht Angst, Krise, Blockaden, Hemmungen. Nein, die werden dich unterstützen. Ganz wichtig, Krebs. Wenn ich zu schnell war, einfach zurückspülen, ja? Und wieder das alles, was ich erklärt habe, das kommt so vieles. Ja? Also, Krebs, deine Vergangenheit, das, was war, das kommt in Zukunft, das kommt alles noch auf dich zu. Sei bereit, mutig. Okay, in Sache Liebe. Was ist das hier? In Sache Liebe. Ja. Dankeschön. Romantische Liebe, Amos Pfeilen hat getroffen. Du wirst diese jemand treffen, die noch auf dich zukommt. Diese romantische Liebe. Es geht nur um Liebe hier, das hat nicht mit, weißt du, manchmal ist Resonanz, manchmal nicht. Das ist ganz ein anderes Szenario, ganz ein anderes Thema da. Aber in der Liebe, Krebs, romantische Liebe, Amos Pfeilen hat getroffen, dich getroffen und euch zwei getroffen. So, meine Lieben, die nächste Video ist Löwe.